Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu San Andreas. Ja, die letzten paar Folgen haben wir ja die eher, ja, so langweilig waren es eigentlich gar nicht, aber die Zero-Mission gemacht. Machen wir jetzt mal hier mit, ich weiß gar nicht, wie das überhaupt heißt. Ist ja hier so ein Drachenzeichen oder sowas. Ich habe echt keinen Plan, wie das heißt. Naja, bei unseren Kollegen weiter. Mit der Mission Ice Cold Killer. Damn, where I put it? Where the hell did I put it? Shit. Hey Holmes, you okay? Yeah, Woozy left a message say I gotta go get Jizzy's phone after he made the call. Then I can ambush the meet and take down those baller pushers from Los Santos. Hey homie, you want me to roll with you? Nah, this is a one-man job. I gotta stay real low-key. I was thinking about welding some shit together and making me a silencer. You're fucking crazy, Holmes. You gotta get out of this ghetto mentality. So what you think? Let me show you. Check this out, Holmes. Here, take mine. Where'd you get that? Same place I bought my pants, Holmes. This is America. Hat er ja recht, ne? Ah, die Mission ist das jetzt. Naja, aber das ist ja wirklich so, um auch mal ein etwas aktuelleres Thema aufzufassen. Jetzt auch der Amoklauf, der ja vor einiger Zeit wieder war, an einer amerikanischen. Oh ne, dem soll ich nicht unbedingt das Auto klauen. An einer amerikanischen Grundschule war es, glaube ich, sogar. Hat ja jetzt wieder eine dicke Diskussion losgetreten. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich bin halt gerade so gewöhnt von einem anderen Spiel. Ich unterbreche mich ständig selbst. Das gibt's doch nicht. Gut, nochmal. Dieser Amoklauf hat wieder eine Diskussion wegen den Ballerspielen und so losgetreten. Klar, das Übliche. Und das Interessante ist, in, Mensch, in welchem Bundesstaat waren das jetzt noch? Habe ich jetzt auch vergessen. Toll. Ich und mein Gedächtnis, ey. Ups. Jedenfalls da in diesem Bundesstaat rüsten sich die Leute jetzt alle mit Waffen und allem aus, wie sonst was. Und was ich besonders interessant finde, habe ich letztens ein Bild gesehen. In den Supermärkten da sind zum Beispiel Schrotflinten frei verkäuflich. Also die Schrotflinten liegen da in den, oder sind da in den Supermärkten zum Verkauf für, was weiß ich, 25 oder $30 oder sowas. Ja? Also richtig krass und ich verstehe auch die amerikanische Mentalität und alles da nicht. Ich meine, das, vor allem die Logik da, ne? Wir bewaffnen die Lehrer und alles, damit eben so ein Amoklauf nicht passiert. Wie wäre es, wenn man einfach mal woanders ansetzt? Wir verschärfen die Waffengesetze, damit sowas, damit solche Leute gar nicht erst an Waffen drankommen. Aber das wollen die ja anscheinend nicht verstehen, aber ich verstehe die da nicht, weil, naja, ich denke, das ist auch eher müßig, jetzt darüber zu diskutieren oder so. Weil wir werden es eh nicht verstehen. Jizzy doesn't want to be disturbed. Ja, ne? Ich lasse euch dann mal alleine, Jungs. Aber ich werde jetzt auch in Zukunft versuchen, eben bei längeren Strecken oder so, wo nichts so Interessantes passiert, irgendwie mal so ein bisschen mehr zu erzählen. Ich weiß, dass ich eigentlich hier für ein Let's Play viel zu wenig sage. Und es tut mir auch leid, aber ich bin ein meistens eher nicht so redseliger Mensch. Das liegt mir halt nicht so in der Natur, einfach drauf loszuquatschen und so. Aber ich werde mich bemühen, jetzt demnächst mal ein bisschen mehr zu erzählen hier. Auch was nicht unbedingt hier spieltechnisch ist, weil ihr seht ja, was ich mache. Ich glaube, ich bin viel zu weit gelaufen, ich Idiot.
Wollen wir mal gucken, dass wir hier möglichst so runterspringen. Ah, ein kleines bisschen. Ich hätte mir natürlich auch vorher nochmal eine kugelsichere Weste holen können, ne? Ja, was soll's. Wir haben ja gespeichert. Und genug Geld. Okay. Los geht's. Da unten ist er. Versuchen wir das wirklich jetzt mal hier so stealth-mäßig zu machen, eher. Gut, hier ist clean. So, mal gucken, dass uns hier keine Security in den Weg kommt. Ja, obwohl hier bei diesem Spiel macht das ja nicht viel, wenn man mit gezogener Waffe hier rumrennt. So. Give me some room. Give me some room, bitch. It's that time of the week again. Your provider is about to make that special call. If I think for a moment that one of you hoes is hustling me. You better make a bigger cut this week, Jizz. We running low, honey. Shut up, bitch. I'm handling business. Don't you even raise your voice at me, asshole. Shut up, bitch. You funky ass. What a dick. Hey, Jizzy, I need to holler at you. Well, talk then, friend. I mean, that's all we ever do. Kind word here, wise saying there. Shit. I'm a walking book of proverbs. No, you fucked up. Come on, man. Hey, I get it wrong, you know? I'm imperfect, you know, like, hey, not a kind man, not a wise man, you know, not a smart man, but dear Lord, I tried. No, you fucked up when you trusted me, player. Come on, baby. Ass selling, yay pushing, piece of shit trash. Oh, Lord. What y'all waiting on, huh? Somebody cap this nigga, man. Nah. Hier mache ich mir meistens. Gar nicht groß den Stress, sondern renne einfach Jizzy hinterher. Also habe ich bis jetzt immer. Die Scheiße ist, es ist sowas von neblig. Das war es bis jetzt bei dieser Mission jedes Mal. Da ist es natürlich dann schon nur mal schwieriger, den Kerl zu verfolgen. Besonders wenn man so ein olle Stretch-Limo hat, wo man ihn in schwarz voll cool aussieht. Komm, renn in das explodierende Auto rein. Schade. So. Ach Mist, wenn er ins explodierende Auto reingerannt wäre, das wäre gar nicht so cool gewesen, ne? Weil dann wäre ja das Handy kaputt gegangen. Hey, Caesar. Hey, dude, what's up? I need you to meet me at Pier 69. We gonna take down the Loco Syndicate. Okay, Holmes, you need some backup? Nah, man, I got it covered. Boah, 12.000, Alter. Ich vermute mal, dieses Zeichen da ist irgendwie für ein Anti-Syndicate oder sowas. Oh, tut mir leid. Oh, hier so ein auf so einen Geländewagen hier vorne habe ich schon ewig gewartet, ey. Ich finde den nämlich voll cool.
Joe, ein Huntley oder so, ne? Weiß ich gar nicht mehr, wie der heißt. Ja, Huntley. Ist mir jetzt auch egal, dass ich das direkt vor dem Kopf gemacht habe. Ich will eh eben speichern und mir noch eine kugelsichere Weste holen. Was mal irgendwie schlau wäre, wenn man sich jetzt mit dem Syndicate anlegen, also mit den Drogenleuten anlegt. Ist ein bisschen zusätzlicher Schutz nicht verkehrt, denke ich. Fällt mir ein, jetzt auf dem Rückweg kann ich dann direkt mal noch mal eben was essen. Weiß gar nicht, wie lange ich schon hier mit viel zu wenig Fett rumrenne. Wo ist denn das hier? Ja, Fett ist so gut wie down. So gut wie keins mehr vorhanden, sag ich's mal so. Choose a blend of cheese and fat, sir. Nehmen wir nicht den Salat, sondern die volle Lutsche. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Das sollte reichen. Ja, haben wir wieder genug Fett. Trainieren könnte ich bald auch mal wieder, ne? Zumindest die Kondition, Muskelmasse ist doch so voll ausreichend eigentlich. Ah, hier vorne ist dann das Treffen, aber ich will gerade erstmal speichern. Weil bei meinem Glück dann wahrscheinlich genau dann, also das Spiel lief halt bis jetzt fast immer komplett ohne Abstürze. Aber bei meinem Glück stürzt das dann wahrscheinlich genau dann, wo ich mal ein paar Missionen lang nicht speichere oder so, direkt erstmal wieder ab. Da ich da wenig Lust drauf habe, speichere ich jetzt einfach jedes Mal. Boah, ich finde das voll cool, wenn man mit so einer Straßenbahn irgendwie fahren könnte. So, einsteigen würde mir schon reichen, ne? Hier vorne ist noch Woozy. Ups. Boah, Himmel. So. Irgendwann können wir ja auch noch hier das Autohaus kaufen. Und verdienen damit dann auch ziemlich viel Geld. Jetzt habe ich gerade nur keinen Plan, welches Auto ich rausstellen soll. Ich glaube, ich nehme gleich jetzt mal das Taxi hier. Fürs weitere Rumfahren. War ja eh nur so aus Spaß mal. Außerdem kann ich das dann mal ein bisschen zeigen. Da hinten auch schön Nitro-Tank drinne. Blöd ist, diese Garage wäre zwar groß genug für drei Fahrzeuge, aber mehr als zwei können, glaube ich, gar nicht rein. Also das dritte wird dann nicht gespeichert. Überspeichern wir einmal hier. Ich muss echt dringend Spielstände löschen. Gut. Karte. Fahren wir erstmal da unten hin. Wo war denn hier nochmal? Ups. Ach, hier war Nitro, ne? Ja, genau. Einfach mal aus Spaß reinhauen. Ist eigentlich ganz witzig. Au. Oh, jetzt ist mein Taxi schon total kaputt hier. Ich weiß gar nicht, was ich eingebaut habe. Ich glaube, zweifach Nitro-Schub oder so, ne? So. Mensch, ich komme immer noch auf E hier. So. Ne, hier so ein Wettbewerb wollte ich jetzt nicht unbedingt machen.
Nein, keine 9mm. Ach Mensch. Die da. Ja, dazu lässt man Munition reichen. Da knackt auch mein Schreibtischstuhl schon wieder. Tech 9 war das. Works well in a crowded area. The choice of the professional. Ja, das soll auch reichen. Solange wir nicht drauf gehen, brauche ich mir eh keine Sorgen um Munition groß machen erstmal. Boah, davon haben wir auch mehr als genug. Wurfwaffen, die will ich erstmal nicht aufbessern oder nicht mehr von kaufen. Hol sich ihre Weste. Und Scharfschützengewehr kriege ich so gar nicht. Das heißt, da diese drei Schuss spare ich mir einfach mal auf. So. Da. Gut, und dann machen wir uns jetzt auf den Weg zur nächsten Mission hier unten. Da. Wie fahre ich denn da am besten? Gerade gucken. Ja, ich drehe, bleib dann einfach auf der Straße und fahre dann links. Das ist das Beste. Denke ich mal, komme ich am besten hier durch die Stadt durch. Na, geht Nitro? Ja, Nitro geht wieder. Hui, Vollgas! Okay, noch eine weiter. Ah, und da ist der Nitro-Schub schon vorbei. Ich glaube, ich hatte hier auch nur ein zweifach Nitro ein. Ja, die Nitro-Flasche ist auch weg. Naja, diese Karre wird ja jetzt eh verschrottet. Beziehungsweise, was heißt verschrottet? Die sehe ich wahrscheinlich eh nie wieder. Das finde ich auch mal so ein cooles, also muss ich mal ganz ehrlich sagen, cooles Feature. Wenn du hier auch, ja okay, Autos kaufen jetzt nicht unbedingt, aber wenn deine Autos auch einfach mal stehen bleiben würden. Wenn du sie irgendwo abstellst und weggehst und der das einfach speichern würde, das finde ich gut. Oder natürlich kaufen, das wäre natürlich auch cool. So wie in Sleeping Dogs konntest du ja Autos kaufen. Auch wenn sie da, ja, da verschwanden sie auch immer wieder, wenn ich das richtig weiß. Aber trotzdem, ne? Ich finde sowas schon cool. Gut. Hey, Holmes, Pier 69. Geh nach oben und triff dich mit Caesar. Ach, da steht auch seine Karre. So, hallo Caesar. Hey man, nice job getting that phone message. What's up with Jizzy? Dead. So what's the plan? T-Bone Security got here real early. They got men on the roofs watching over the pier. Hey, okay. Yeah, I see you. That was Woozy's boys. They're in place. Look down by the side entrance. Shit, they're heading up to the roof. Shit! Mina, we're gonna have to take out T-Bone's men on the rooftop before this whole gig blows wide open. Shit, they walk right into it. So erstmal die Maus langsamer stellen hier. There's some more to the right. Hey, that's one more mountain cloud boy down. So. Das wäre erledigt. Man, my bussing was tight. Here comes T-Bone. And here's that snake rider. Look at that fool. Hanging out with the ballers like they was lifelong pals. Something ain't right. Where's Torino? Shit,
chopper inbound. That's gotta be Torino. Oh shit, he'll see the bodies on the rooftops. It's too late, man, he's tripping out, Holmes. Smoke grenades? So much for a surprise. Come on, we gotta take these fools right now. Jetzt wird's lustig. Jetzt finde ich es schade, dass ich noch kein Sturmgewehr habe. Beziehungsweise keins. Ah, Mist. Kein Sub im Moment hier. Muss ich nämlich hier mit der Bullen Micro SMG rumrennen. Kommt denn der her? Hier muss ich jetzt extrem aufpassen mit meinem Leben. Hä, wo ist denn da noch wer? Alter, von wo werde ich hier überall getroffen? Kann mich aber gerade keiner treffen hier. Hä? Da ist ein Headglitcher, der hat mich die ganze Zeit getroffen. Verdammt, es wird verdammt knapp. Slow down, Carl. Oh, wo ist denn der? Ja, hier, komm an. Komm ran, meine ich. Wäre mal von Anfang an mitgekommen, dann hätte ich auch nie so viel Schaden kassiert, ey. So. Mendez, I see you, Rifa, motherfucker! Hey, Ryder, Shermhead asshole, where you think you going? Can't stop me. He's headed for those boats. Don't worry about it, I got this. Na komm. Wir können ja jetzt zum Glück ziemlich lange sprinten. Boah, das wird nur knapp mit dem Leben, ey. Verdammt knapp wird das. Steig auf. Komm. Hey, that's my pinky boat. Was war das denn gerade? Wirklich? Na komm, probieren wir es nochmal neu. Waffen kaufen brauche ich mir dann auch nicht. Das, die Munition und alles hat ja locker gereicht. Ja, das hatte ich ja gespeichert, ne? Jawohl. So, probieren wir es doch jetzt nochmal.
Ach, jetzt habe ich. Na, jetzt habe ich natürlich überhaupt nicht auf die Zeit geachtet. Die Zeit für die Folge ist ja schon lange um. Wir sind schon bei 25 Minuten ungefähr. Naja, dann würde ich einfach sagen, wir sehen uns dann wieder zur nächsten Folge beim Startpunkt der Mission, ne? Bis dahin.